kursieren ja zigtausende Travel-Hacks im Internet. Ich habe mir alle diese angesehen. Ich werde dir in diesem Video einen Travel-Hack zeigen, den dir garantiert noch niemand gezeigt hat, wie ich es schaffe, mit einer Nachricht, die ich an das Hotel oder an die Unterkunft schreibe, teilweise meine Urlaube komplett kostenlos oder extrem vergünstigt zu bekommen. Bleib dran! Also, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Man sucht sich hier ein Hotel auf Booking.com in seinem gewünschten Urlaubsort, sieht die Preise und denkt sich, okay, geht es nicht günstiger, kann man da nicht ja noch was rausholen. Ich zeige dir in diesem Video, wie das Ganze geht und zeige dir, wie du im Grunde Hotelbesitzern, Unterkunftsbesitzern, also die, die bei Airbnb beispielsweise vermieten, eine bestimmte Nachricht schreiben kannst, eine Dienstleistung anbieten kannst und dafür Hotelaufenthalte, Unterkunftsaufenthalte komplett kostenlos bekommen kannst. Ich habe extrem viele Aufenthalte mehr als 50% rabattiert bekommen, dadurch, dass ich diese Dienstleistung ganz einfach angeboten habe. Wie gehen wir hier Schritt für Schritt vor? Als erstes suchst du dir hier, ganz egal ob bei Booking.com oder bei Airbnb, ich mache das immer gerne bei Airbnb, eine Unterkunft raus. Ich schaue mir hier also an, was es hier so gibt und sag hier, die Unterkunft soll neu sein. Also neu inseriert sein, am besten mit noch gar keinen Bewertungen. Das ist hier extrem wichtig und sehe dann hier, ja, was es hier für Möglichkeiten gibt. Ganz egal, wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Hütte beispielsweise. Der oder diejenige, die hier die Hütte vermietet, hat den Nachteil, dass er noch keine Bewertungen hat. Die Hütte ist hier jetzt ganz neu drinnen. Dadurch bekommt er vergleichsweise wenig Buchungen über Airbnb. Wir haben hier jetzt bei Airbnb den Vorteil, dass wir ganz einfach den Gastgeber kontaktieren können und können dem eine Nachricht schreiben. Was du jetzt anbieten kannst, ist eine bestimmte Dienstleistung, die den Gastgeber nochmal Mehrwert bringt und dafür bekommen wir 30, 40, 50% Rabatt und teilweise sogar kostenlose Aufenthalte. Ich habe bereits einige kostenlose Aufenthalte so bekommen. Ich würde dem Gastgeber hier jetzt Folgendes schreiben. Das ist so mein ungefähres Template, das ich da verwende. Ich kopiere dir das in die Beschreibung, das kannst du gerne selber auch weiterverwenden. Mein Name ist Martin und ich möchte 3 Tage in deiner Unterkunft bleiben. Als Austausch für den Stay, also als Austausch für den Urlaub quasi, ich komme mit 4 Personen beispielsweise, wenn du mit 4 Freunden kommst, würde ich ausführliche Bewertungen, mehr als 50 Wörter mit Bildern und Videos über alle Plattformen für deine Unterkunft schreiben. Das Ganze ist für den Gastgeber extrem viel wert. Das macht nicht jeder, aber wenn du da 30, 40, 50 Leute anschreibst, dann bekommst du da immer 5 oder 10 Angebote, die teilweise extrem vergünstigt sind, wo kein Travel-Hack oder ähnliches mithalten kann. Das heißt, du bietest dir einfach deine Arbeit, und so eine Bewertung ist nicht viel Arbeit, an, um einen günstigeren Aufenthalt zu bekommen. In dem Fall schreibe ich 4 Google-Bewertungen, TripAdvisor-Bewertungen, Facebook-Bewertungen, Instagram-Kommentare und das Ganze komplett kostenlos im Austausch für einen Stay. Also ich versuche hier das direkt in der Nachricht eben kostenlos zu bekommen. Erwähne dann noch zusätzlich, dass ich beispielsweise bei Google einen High Authority Account habe. Das ist im Grunde ganz einfach ein Local Guide Account. Das heißt, wenn du viele Bewertungen bei Google abgegeben hast, bekommst du einen höheren Status bei Google und deine Bewertungen bei Google sind mehr wert. Das heißt, wenn du als Local Guide eine Unterkunft bewertest, ist es für den Gastgeber mehr wert. Und das geht es eben, dass du das in dieser Nachricht rüberbringst, wenn du diesen Local Guide Status noch nicht hast, schreibe einfach viele Bewertungen für Restaurants, Unterkünfte und so weiter, dann bekommst du den relativ schnell und sagst dann, ja, ganz einfach, du bist dem und dem Zeitraum im Urlaub in dem Land, suchst eine Unterkunft und bietest eben diesen Service an. Das Ganze ist hier jetzt nur ein Beispiel. Bewertungen schreiben kann tatsächlich jeder, also das kann für dich auf jeden Fall interessant sein. Das Ganze geht aber auch mit allen möglichen anderen Services. Wenn du gute Videos drehen kannst, bietet der Unterkunft an, ein Video zu drehen, während du dort bist. Wenn du eine gute Kamera hast, gut Fotos schießen kannst,
bietet eine Unterkunft an, du schießt denen die kompletten Fotos für die Airbnb-Plattform, für Booking.com und so weiter. Wenn du eine Reichweite hast im Reisebereich, also eine Reiseseite bei Instagram oder ähnliches, bietet ihnen an, du postest kostenlos. Also wenn du demjenigen einen Mehrwert bietest, dann bekommst du diesen Aufenthalt oft gratis oder extrem reduziert. Ich habe das schon zigmal gemacht und wie gesagt, sehr oft bekommt man dann ganz einfach eine Reduced Rate, also einfach eine günstigere Möglichkeit zu buchen. In vielen Fällen bekommt man aber auch die Möglichkeit, komplett kostenlos zu übernachten. Wichtig ist hier auch, wenn ich hier jetzt zum Beispiel bei Airbnb reingehe und mir hier jetzt diese verschiedenen Häuser ansehe, ich versuche hier den Gastgeber, wenn es möglich ist, auch außerhalb von Airbnb zu kontaktieren, denn nur dann habe ich die Möglichkeit auch komplett kostenlos in der Hütte in dem Fall zu übernachten, denn bei Airbnb kann er mir maximal einen sehr, sehr guten Rabatt geben. Da kannst du dir oft die Fotos ansehen. Oft hat das Haus, das du buchst, einen bestimmten Namen und das findest du dann bei Google. Dort findest du eine E-Mail-Adresse und kannst den Gastgeber dann anschreiben. So, das funktioniert in allen möglichen Ländern, vor allem bei neuen Unterkünften, bei neuen Hotels. Also ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit tatsächlich privat vermieteten Unterkünften, die bei Airbnb drinnen sind. Wenn das jetzt größere Hotels sind, die schon zig Bewertungen haben, die werden auf solche Anfragen nicht eingehen. Da bekomme ich oft trotzdem ganz gute Angebote, 20-30% günstiger, als du das beispielsweise über Booking.com buchen kannst. Aber mit Abstand das Beste ist halt eben privat vermietete Unterkünfte bei Airbnb beispielsweise rauszusuchen und denen zu schreiben. Ja, du musst da 20-30% Leuten schreiben, aber du schreibst eben einmal eine Mail, so wie ich dir gezeigt habe, die kannst du einfach in der Beschreibung kopieren, klick einfach da in die YouTube-Beschreibung, schau dir das Ganze an, schick das raus, passt es auf dich persönlich an, überlege dir, was du dem Gastgeber für einen Mehrwert geben kannst und dann hast du hier einen Travel-Hack, der dir Reisen nochmal viel, viel günstiger und einfacher als ja, alle möglichen anderen Tricks ermöglicht. Wenn du mehr zum Thema Travel Hacking, mehr zum Thema nahezu kostenlos reisen erfahren möchtest, klick den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com/8020. Es ist ein Videokurs, das 8020 System, wo dir gezeigt wird, wie du um die Welt reisen kannst, teilweise Business- und First-Class-Flüge zum Preis von Economy-Flügen buchen kannst und dabei noch Geld verdienen kannst. Check das Ganze einfach aus. Ich habe dir alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schau dir das Ganze an und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deinen Reisen. Ciao.